Es geht wieder mal um Deutschland, nichts kann uns aufhalten. Und wenn sie sagen, es ist nichts, werden wir draufhalten. Du wirst von vorne bis hinten nur verarscht. Nutz mal ernst, war es wie immer doch nur blinder Alarm. Kinder, die nichts haben, im Winter auf der Straße. Inmitten dieser Spinner, die Behinderte verarschen. Echt, und steht das Wasser bis zum Hals hier im Fadenkreuz. Wenn ich sage stark und deutsch, red ich nicht vom Hakenkreuz. Armes Vaterland, wieso hassen sie dich nur? Früher sagten wir dazu, Bubis, Rache, Diktatur. Die Knarre an der Schläfe und zum Abzug bereit. Viele wollen hasseln, doch tanzen wie Schlampen auf dem Eis. Sie verlangsamen den Scheiß, doch aufhalten sieht anders aus. Ihr müsst auf die Straße raus, draußen bald das Land die Faust. Das ist eine Hymne für den Aufschwung, ihr Wichser, die Ex. Wille 051. Skandal, ich liebe mein Land, Skandal. Und spreche es doch noch aus, Skandal. Ich verteidige mein Land und fordere seine Millionen Peiniger heraus, Skandal. Ich liebe mein Land, Skandal. Und spreche es doch noch aus, Skandal. Ich verteidige mein Land und fordere seine Millionen Peiniger heraus. Aber du bist nicht wie ich, weil ich die Wahrheit seh. Doch du siehst sie nicht, ich will dir helfen und zeig dir meine Sicht. Das zu tun, anstatt zu schweigen, bleibt eines deutschen Pflicht. Ohne Menschen mit Verstand wäre ich auch nicht existent. Wäre vor lauter Hass erkrankt, gegen Gewalt nicht resistent. Meine Feinde sind egal, die Intrigen bald vorbei. Ich sage, was ich fühle und weil ich denke, bin ich frei. Schenkt euren Tränen die Freiheit, in Tränen aus Angst und verzweifelter Wut. Ihr seid nicht länger unverstanden. Ich höre euch zu, schenkt euch die Kraft, schöpft für daraus den Mut. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, die nächtlichen Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Körper verschließen. Wer weiß, was es sei, die Gedanken sind frei. Skandal, ich liebe mein Land, Skandal. Und spreche es doch noch aus, Skandal. Ich verteidige mein Land und fordere seine Millionen Peiniger heraus. Skandal, ich liebe mein Land, Skandal. Und spreche es auch noch aus, Skandal. Ich verteidige mein Land und fordere seine Millionen Peiniger heraus. Beginnen wir mit unserem Lied. Die Gedanken sind frei. Schön, dass wieder eine etliche Zahl zusammengekommen sind zu unserer Kundgebung für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Es ist nicht selbstverständlich für jeden Montag, aber ich bin froh, dass es sich lohnt, dass ihr ein Ziel hier habt auf dem Markt nach dem entsprechenden Montagsspaziergang. Und diesen Moment, die Auflagen, die sein
müssen. Zitat, wenn die symbolische Billigung des russischen Vorgehens in der Ukraine nicht erkennbar ausscheidet. Die Verwendung des St. Georgswandes, die Verwendung der Flagge der ehemaligen UdSSR, der Siegeswande der Roten Armee oder der Siegkriegsflagge der sowjetischen Marine, die Verwendung des von Kennzeichen der Nachtwölfe MC oder die stilisierte Darstellung des ukrainischen Staatsgebietes ohne die Gebiete der Krim und des Donbass. Angesichts des aktuellen Kriegs Russlands gegen die Ukraine kann auch das Skandieren von Parolen ohne gleichzeitige Verwendung von vorgenannten Symbolen den Tatbestand der Volksverhetzung nach § 31 des Strafgesetzbuches erfüllen. Genau. Es reicht, denke ich. Ich möchte heute zur Begrüßung nur einen Punkt einmal anschneiden. Ich habe es auch in den Gruppen schon gegeben und manche haben auch schon unterschrieben. Es gibt wieder einen offenen Brief mit Forderungskatalog zur Aufarbeitung der verbrecherischen Corona-Politik in Deutschland, Österreich und Schweiz, also in dreisprachigen Ländern, eine Aufforderung an die Regierung dieser Länder. Dieser offene Brief steht unter dem Motto: Die Zeit ist reif für Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich will nur zwei Sätze daraus zitieren. Mittäter aus Regierung, Legislative, Exekutive und Judikative sowie den Medien wollen Vergebung, während deren Opfer weiterhin von Behörden und Gerichten verfolgt werden. Verzeihen ist nur denkbar, wenn die Opfer Gerechtigkeit erfahren haben und die Täter zur Verantwortung gezogen wurden. Ich weiß, dass offene Briefe nicht alles lösen, aber wir müssen jedes Mittel zur Hand nehmen, um den Druck zu erhöhen. Es gibt bereits erste Erfolge. In den USA gibt es erste Gerichtsentscheidungen gegen die Impfstoffhersteller. Slowenien zahlt alle 5,7 Millionen Euro Bußgelder zurück. Nur in Deutschland bewegt sich fast nichts. Aber auch in Deutschland muss das Lügen ein Ende haben. Wer diesen offenen Brief unterschreiben will, ich habe mal ganz kleine Zettelchen mitgebracht, vielleicht kann das jemand wieder zum Vorschein bringen, unter der Homepage www.wir-fordern.eu. www.wir-fordern.eu kann man diesen offenen Brief unterzeichnen. Wer sich nicht so schnell merken kann, hier liegen mindestens 100 kleine Zettelchen mit dieser Homepage-Adresse. Zum Thema passt auch mein heutiges Informationsblatt, nämlich zur weltweiten Übersterblichkeit seit Beginn der Corona-Impfkampagne. Aber jetzt zum heutigen Programm. Wie immer beginnen wir mit Harry Fröhlich und der Presseschau. Dann haben wir einen Gast aus Amberg, die Frau Zinke, die zu euch sprechen wird, auch mit einem Gedicht rezitieren wird. Dann Steffen Kern, der zur aktuellen Situation Asylantenheim und Schwimmhalle Hirschfelde etwas sagen will. Und nach dem Oberlausitzlied kommt dann, es ist unverkennbar, Lutz Mendel mit Horst und Berda. Gehen wir in den Abend mit einem alten Spruch von Konfuzius. Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Schönen Abend. Ja, schönen guten Abend, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur Presseschau. Heute Montag, den 22. Mai. Punkt 1. Messergewalt in Deutschland. Fast kein Tag ohne Messerangriff. Die Bürger täuschen sich nicht, wenn sie in der Flut von Meldungen über Messerattacken einen weiteren Gradmesser für den Verfall der inneren Sicherheit im Land sehen. Es ist die Politik, die mit fadenscheinigen Zahlen spielen und der hartnäckigen Weigerung, Ursachen, Verantwortliche und Täter klar zu benennen,
die Menschen hinhält und verhöhnt. Treffen kann es jeden, egal wo und zu welcher Tageszeit. Das Gros der Täter sind Migranten, die Mehrzahl der Opfer einheimische Deutsche. Wenn der nordrhein-westfälische Innenminister sich bürstet, bei 4000 Messerangriffen im Jahr, das sind 11 pro Tag, hat es nur 26 Tote gegeben, so ist der Zynismus nicht mehr zu überbieten. Ohne die Massenmigrationsschübe der letzten Jahre könnten tausende Verletzte noch körperlich und seelisch unverletzt, Dutzende Tote noch am Leben sein. Wer Heerscharen unkontrolliert ins Land lässt, nimmt Gewaltkriminalität wissentlich in Kauf. Die Bewältigung des Problems beginnt mit dem Erkennen und Benennen der Fakten. Ein Wille ist seitens der Politik leider nicht erkennbar. Den Bürgern macht es weiter den Alltag zur Hölle. Punkt 2. Verstörte Kinder. Die Trans-Szene hat neue Übergriffsformen auf Kinder entdeckt. Abseits von YouTube, TikTok und Co. Lesungen für Heranwachsende, getarnt als Aktionen für Toleranz und Vielfalt, finanziert mit Steuergeldern von Ministerien, Stadtverwaltungen und Schulen. Es sind sogenannte Drag Queens Shows in absurd schriller Kostümierung, die in Kindergärten und Schulen gezeigt werden, um Kindern mit diesem Lifestyle zu konfrontieren. Dabei lecken sich die Schauspieler vor verstörten Erstklässlern ab, um diesen ihre neue Identität und Diversität zu veranschaulichen. Sollen sich lieber waschen statt lecken. Wer das für Exhibitionismus und Kindesmissbrauch hält, ist natürlich rechtsradikal. Doch selbst Teilen dieser Trans-Szene wird langsam unwohl, wie ihr Kampf um Anerkennung von diesen Aktivisten lächerlich gemacht und pervertiert wird. Und sie, die Menschen gegen sich aufbringen. Gut, wenn sich die Szene gegenseitig bekriegt. Trotzdem, sie werden es immer wieder versuchen. Man kann hier nicht genug warnen. Liebe Eltern, Großeltern und Familien, seid und bleibt wachsam. Und Punkt 3 der Presseschau, Gebühreneinzugszentrale. In einem Interview äußerte sich Rainer Hasselhoff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, auf Fragen unter anderem auch zur GEZ. Die Akzeptanz der GEZ ist bedroht. Skandale wie beim RBB, die Vetternwirtschaft und Verschwendung aufdecken, tragen dazu bei, dass die Akzeptanz bedrohlich nachlässt. Bis jetzt gibt es in den 3 MDR-Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 350.000 säumige Beitragszahler. Davon viele Verweigerer, Tendenz steigend. Wenn noch mehr Leute als jetzt schon aus dem System aussteigen, wird es gefährlich. Dann sind es so viele, dass der Staat die Zahlung nicht mal mehr mit Beugehaft durchsetzen kann. Ein Hauptgrund der Verweigerung ist zudem die faschistoide Diffamierung und Ausgrenzung Andersdenkender in der Corona-Pandemie. Der Ausstieg läuft ab, indem man zuerst die Lastschrift bei der GEZ kündigt. Im Weiteren, nachdem die erste Mahnung kommt, beschäftigt man diese immer schriftlich durch Fragen zur Rechtmäßigkeit,
lässt sich die angegebenen Verträge schicken, stellt neue Fragen dazu. Immer schön dosiert, aber stetig. Irgendwann wird die GEZ dann bockig und will sich nicht mehr äußern. Diese Vorgehensweise ist wichtig, um eventuell vor Gericht nachweisen zu können, dass man sich bemüht hat. Einfach nur nicht bezahlen, das darf man nicht tun. Dann ist man dran und dann können Sie einen auch verurteilen. Das wollte ich hier nochmal loswerden, falls jemand Interesse dazu hat. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit heute. Vielen Dank. Hallo, ihr lieben Mutigen. Jetzt möchte ich erstmal einen Applaus von euch. Nicht für mich, sondern für euch selbst. Denn in der heutigen Zeit ist es ganz schwierig, Liebe zur Heimat an den Tag zu legen. Denn das bedeutet viel Mut. Ich bitte, gebt euch mal selber einen großen Applaus. Mein Name ist Andrea Zinke, ich bin in Zittau geboren und wohne seit 1988 in Amberg in Bayern. Ich freue mich ganz besonders, weil ich hier geboren bin, bei euch sprechen zu dürfen. Eure Aktivitäten sind über Sachsens Grenzen weit bekannt. Ich lasse es mir nicht nehmen, wenn nötig, sie nicht ins rechte, sondern ins richtige Licht zu rücken, damit sie richtig verstanden werden. Seit über einem Jahr organisiere ich bei uns in Amberg die Demos, durch meinen Mann Peter unterstützt, nachdem das fünfköpfige Team vor mir vollkommen ausgebrannt die Organisation ohne Ankündigung beendet hat. Es gab Probleme in der Arbeit und dann brachen auch noch durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen die Teilnehmerzahlen massiv ein. Und wir sind von 1500 auf 100 runtergefallen und das hat das Team einfach dann nicht mehr verkraftet. Wir treten parteilos auf, deswegen lässt uns auch die Presse in Ruhe, denke ich jedenfalls. Aber euer Peter Pachel hat absolut recht, wenn er wie vorige Woche sagt, der Westen schläft. Selbst in Nürnberg gehen gerade noch mal 300 Menschen auf die Straße. Aber für die plus minus 140 mutigen Freiheitsliebenden, die sich weigern, die Hoffnung aufzugeben und mir jeden Montag stärkend und tapfer und stolz bei unserem Marktplatz den Rücken stärken, für die Menschen möchte ich eine Lanze brechen. 140 klingt wenig, aber wir haben erreicht, was viele Städte in Bayern nicht erreicht haben. Unsere Demo hat stabil überlebt. Ich weiß, viele sind müde. Doch es ist nicht die Zeit, müde zu sein. Besonders jetzt, nachdem uns diese Regierung am 11. Mai an die WHO verkauft hat und am 13. Mai eine Aufstockung der Waffenlieferungen in die Ukraine, jetzt fällt die Liebe um, ich hoffe nicht, in die Ukraine beschlossen hat. Wir dürfen nicht nachlassen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich sage euch, sie wissen ganz genau, was sie tun. Meinen Mitstreitern wünsche ich jeden Montag ein gutes Gefühl. Und ich erinnere sie jeden Montag daran, dass in Ost und in West jeden Montag zehntausende Menschen auf der Straße stehen. Ebenso hoffend wie wir, ebenso mutig wie wir. Ich stehe Montag für Montag auf der Straße, für die Kinder und für die Alten und für den Menschen, der nicht kämpfen kann. Um alles mir Mögliche zu tun, um diesen Albtraum zu beenden. Ich könnte noch so viel sagen. Diese Geschehnisse schreien nach Widerworten. Doch ich möchte mich auf ein Gedicht beschränken, das ich mir von der Seele geschrieben habe. Der Traum.
Im Traum sehe ich verängstigte Menschen, maskentragend auf der Hut. Sie misstrauen den Vertrauten, ihnen fehlt der Lebensmut. Gesundheit ist das neue Krank, überall herrscht Streit und Zank. Alte und Kranke leiden einsam vor sich hin, während Freunde und Familien plötzlich unversöhnlich sind. Was hat man mit List und Tücke unserem Volk nur angetan? Das Sozialgefüge, es zerbröckelt, nun regiert der Größenwahn. Angstmache in Dauerschleife hebelt Menschenrechte aus. Selbstbestimmung geht verloren, es begehren zu wenig auf. Die meisten schweigen heute lieber, denn zum Reden braucht es Mut. Wer frei denkt, der ist ein Nazi und bekommt einen Aluhut. Skrupellos wird an den Menschen medizinisch rumprobiert. Und obwohl so viele warnten, wird das Unheil akzeptiert. Die Ersten sind schon längst gefallen und auch Kinder sind dabei. Möcht sie halten, möcht sie stützen und mit aller Kraft beschützen. Ruf nach Hilfe in die Menge, doch ich werde nicht gehört. Rühren sich nicht von ihrem Fleck, alles Flehen hat keinen Zweck. Wenig die Partei ergreifen, ich kann es nicht verstehen. Alle senken ihre Blicke, es wird wieder weggesehen. Um mich herum sehe ich nur Zombies, ihre Blicke, sie sind leer. Gesetzeshüter haben keine Augen, Lehrer keine Münder, Freunde keine Arme, Journalisten kein Gewissen, das Füreinander löst sich auf, die Gesellschaft ist zerrissen. Ein kleiner Rest reibt sich die Augen, ein kleiner Rest. Und sie fragen fassungslos, wo ist die Vernunft geblieben? Was ist in diesem Land nur los? Wer sich wehrt, der wird verspottet oder gnadenlos verfolgt. Von der Gemeinschaft ausgestoßen, vollkommen geschichtsvergessen, von dem Unrecht überzeugt. In meinem Traum sehe ich sie sitzen, Philanthropen und Eliten, milliardenschwer und einflussreich. Die Gesichter regungslos, wirken alle Satans gleich. Auf dem Tisch liegt unsere Erde, die sie teilen eines Kuchens gleich in für sie genehme Teile. Und ich sehe all die Fäden, die sie halten in der Hand. Daran zappeln ohne Pause hohe Chefs aus jedem Land. Diese steigen schon so lange mit der WHO ins Bett. So verraten sie uns alle, werden dabei reich und fett. Am Revers tragen sie Zeichen, den bunten Kreis des WEF. Und sie werben ohne Skrupel für digitale Identität. Die bunten Farben täuschen, freundlich sind die Ziele nicht. In Smart Cities und Genderwelten, wie sie sie planen, gehört der freie Mensch wohl nicht. In ihren Klauen schwingen Waffen, spritzen Migration und gebogene Gesetze täglich drohend über uns. Und tief in ihrem Schatten, von Justitia übersehen, weinen sich gequälte Kinder, ihre kleinen Augen wund. Geladen sind dort viele Gäste, von Kirche, Wirtschaft, Medien, Pharma auch. Mittendrin Künstler und Wissenschaftsverbände, keiner steht vom Tisch dort auf. Lassen sich komplett betäuben, Gewissen, es hat kein Gewicht. Verkaufen alle ihre Seelen, verlieren vollends das Gesicht. Reiben lachend ihre blutbeschmierten Hände. Blut von Dollarscheinen überdeckt, ignorieren, wie Menschen leiden, ihr Mitleid, es wird nicht geweckt. In meinem Traum wachte ich auf und ich war ganz sicher mir, niemals kann so etwas passieren, undenkbar ist die Geschichte. Denn unser stolzes Volk, fortschrittlich, friedlich und so freiheitsliebend, akzeptiert das alles nicht. Kein Gelehrter wird's erlauben, dass man uns die Seele raubt. Unsere Werte, Geschichte, Traditionen vor unseren Augen macht zu Staub. Der Mittelstand wird protestieren, legte man ihn lahm, mit zerstörten Lieferketten und horrende Preisen, wenn er würde bettelarm. Das Bargeld wollen sie uns nehmen, weil das für uns die Freiheit ist. Kein Bürger nehme das in Kauf, beim Geld, das wissen wir doch alle, da hört doch die Freundschaft auf. Kein liebend Vater, keine Mutter würden in der heutigen Zeit ihre Kinder so verraten, geschehen lassen so viel Leid. Würden ihren Lebensdrang nicht mit Masken unterbinden und ihnen ihre kleinen Ärmchen nicht drücken lassen dieses Gift.
Ganz sicher kämpften sie mit letzter Kraft, wenn Parteien sich erdreisten, Gesetze zu erschaffen, die Pädophile stärken und ihre Kinder schutzlos macht. Kein aufrechter Polizist, kein guter Richter oder stolzer Journalist würden es erdulden, dass Unrecht oder Willkür nun an der Tagesordnung ist. Niemals würden sie erlauben, dass von Übersee gelenkt Gerechtigkeit und Wahrheit wird aus unserem schönen Land verdrängt. Nun bin ich wach, hab ausgeträumt und traue meinen Augen nicht. Ihr Menschen, wann packt euch das Grauen? Glaubt ihr denn, es ist vorüber und sie üben jetzt Verzicht? Wie lange wollt ihr es noch erdulden? Warum wehrt ihr euch denn nicht? Ein Schuldbekenntnis verlässt der Täter Lippen nicht. Im Gegenteil, mit noch mehr Lügen schlagen sie uns ins Gesicht. Wir sollen ihre Kriege führen gegen Feinde, die uns keine sind. Sollen ihre Lügen glauben? Nein, wir sind nicht alle blind. Am Ende nehmen sie uns die Träume. So sind nicht mal mehr die Gedanken frei. Steht auf, bevor sie bauen Zäune. Die reißt man nicht so leicht mehr ein. Es stellt sich nun für uns die Frage, wer macht kaputt nur dieses Land? Ihr werdet es nicht glauben, es ist der Wolf im Ökoschafsgewand. Er treibt sein Unheil, nicht vor den Augen wohl versteckt. Nein, Ämter, Behörden, Gerichte, Kirchen, Schulen missbraucht er schlau für seinen Zweck. Der kleine Mann, getäuscht, betrogen, muss bangen um sein eigen Haus. Der Große, allen Göttern lästernd, sich selbst auf einen Thron erhoben, der geht natürlich schadlos aus. Selbst wenn er ruft, er hasse Deutschland, bekommt er überall Applaus. Nicht nur der Mensch, auch die Natur ächzt unter dieser Ökolast. Der Wald verstummt, die Tiere leiden, die Sonne lässt sich wenig sehen. Die Meere toben voller Schmerz, der Himmel weint, es schreit der Himmel. Der Himmel weint, es schreit der Boden. Die Politik bleibt unbeeindruckt, für Geld verkauften sie ihr Herz. Wir verschließen nicht die Augen, werden nicht Frieden und Freiheit an den Nagel hängen für ihre schöne, neue, kranke Welt. Werden nicht opfern unsere Würde, denn das wiegt schlimmer noch als Geld. Ihr Menschen, noch ist nichts verloren, macht euch stark für euer Glück. Ist uns die Freiheit erst genommen, kommt sie so leicht nicht mehr zurück. Erhebt die Stimme und das Haupt. Setzt euch für eure Kinder ein, oder sollen diese wirklich überwacht, wie Vieh gezeichnet, für immer ihre Ware sein? Danke fürs Zuhören. Und bitte vergesst niemals, wir sind nicht allein. Auch heute stehen wieder tausende Menschen auf der Straße, um diese Regierung, die sich scheinbar nicht an dem Erfolg und der Schönheit unseres Landes erfreuen kann, an ihren geleisteten Eid zu erinnern oder zurückzutreten. Denn wir hassen unsere Heimat nicht. Hallo Zittauer, hallo Hirschfelder. Ihr habt zwei wichtige Etappensiege errungen. Letzte Woche war unsere AfD-Fraktion Gast in der Ortschaftsratssitzung Hirschfelde. Dort verkündete der Ortsbürgermeister, dass das Heim in Rosenthal zunächst vom Tisch ist, was er zuvor... was er zuvor vom Landrat persönlich mitgeteilt bekommen hatte. Der Zittauer Oberbürgermeister bestätigte missmutig diese tolle Nachricht. Und auch die Schwimmhalle in Hirschfelde bekommt noch eine Gnadenfrist bis 15.10. Bis dahin soll ein neues Betriebskonzept vorgestellt werden,
mit dem die Schwimmhalle gerettet werden soll. Besucht also zahlreich jetzt am Donnerstag, den 25. Mai, die öffentliche Stadtratssitzung, dass dieser Wille der Ortschaftsräte auch durch den Stadtrat in Zittau bestätigt wird. Gemeinsam mit euch Bürgern, die hier jede Woche auf die Straße gehen und friedlich demonstrieren, und eurer AfD-Fraktion im Zittauer Stadtrat, werden wir die letzten Hürden auch noch überwinden. Danke. Hallo Zittauer, schön, dass ihr wieder da seid. Ich weiß zwar nicht, wie viele wir heute sind, weil ihr wart ja heute schneller als der Zählmeister gewesen. Aber ich will nur die Parallele bringen. Es waren ja vor kurzer Zeit, war noch so eine bunte Truppe unterwegs auf dem Ring. Habt ihr in der Zeitung gelesen, 300 soll es gewesen sein, muss man mal vorsichtig sein. Aber ich denke, wir sind da auf alle Fälle mehr. Ich bin mir aber ganz sicher, dass wir eins bringen, was die bunt schillernde Truppe nicht bringt, dass wir laut ist, die singen. Und das machen wir jetzt. So, müssen wir uns mal gucken. Oh ja, kommt schon ran hier. So reicht der Bonbon. So. Ah. Gerade Deutsch noch mit der Nase hängen. Grüßt euch zu da. Wir sind wieder da. Ja, ich habe mir heute mal was Romantisches gewünscht vom Horst. Was denn? Ein Märchen. Ein Märchen? Na freilich. Ich hatte heute da schon aus der Zeitung vorgelesen. Ein richtiges romantisches Märchen. Von mir aus, was nehmen wir denn? Ein Rumpelstilzchen? Nee, mein Lieblingsmärchen. Dann ist schon wieder Schneewittchen. Na ja, freilich. Aber das müssen wir schon ein bisschen mit Ökodatsch und so. Na, von mir aus? Gut, wollen wir mal gucken, ob wir damit jetzt zurechte kommen. Augenblicke, geht gleich los hier. Ja.
Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Wo passen noch mehr Windräder ins Land? Frau Königin, es passen keine mehr hier. Aber hinter den sieben Bergen im Zittaugebirge, bei den sieben Zwergen passen noch 1000 ins Revier. Wer buht denn hier? Zufällig bin ich mit dem zuständigen Minister verheiratet. Der ist auch noch das bewaffnete Organ. Moment. So. Mein Gott, ist dann der Leib. Augenblick, der kommt gleich. So. Mann. Augenblick, ja. Wir sind schon bereit hier, Frau Königin. Was gibt's? Wir bauen einen Mega-Windpark in den Zwergenwald. Aber Frau Königin, der Zwergenwald ist ein uralter, wertvoller Baumbestand und Naturschutzgebiet. Hier geht es um Weltrettung. Der Zwergenwald wird zum Schutz des Klimas abgeholzt. Der Zwergenwald ist Privatgelände. Da müsste man ja die Zwerge enteignen. Enteignen? Nicht so brutal. Das machen wir auf die demokratische. Ah, sehr gut. Ich mache mich auf den Weg. Ja, das ist jetzt die Herausforderung für Golo, ob er das alles scharf kriegt, ja, die ganzen Brüder. Ja. So, hier, zuhören, Kleinwüchsige innen. Euer Dings hier, zur Erhaltung der Klimaziele muss euer Haus CO2-neutral werden. Ihr braucht eine Wärmepumpe. Ja, was soll denn das kosten? Ja, das geht so, 20.000. Ja, von wegen 20.000. Da brauchen wir ja auch noch eine Fußbodenheizung. Wegen der geringen Vorlauftemperatur. Das kostet dann insgesamt 100.000. Ja, ihr gönnt ja 10% Fördermittel. Abzüglich Härtefallsteuerabschlagspauschale beantragen. Ja, zum Glück wirft unser Bergwerk genug ab, nicht? Da können wir uns das gerade mal leisten. Nee, so geht das nicht. Das Bergwerk wird geschlossen wegen des verfrühten, ich meine vorzeitigen Kohleausstiegs. Ah, wie sollen wir dann Geld für unsere Heizung hernehmen? Das ist gar kein Problem. Die grüne Ökobank, die von der Schwester des der Königin geleitet wird, gibt euch einen Kredit. Ja, aber wie sollen wir diesen Kredit zurückzahlen, wenn unsere Wirtschaftskraft lahmgelegt wird? So, kein Problem. Der Schwager der Schwester der Königin hat einen grünen Öko-Immobilien-Hedgefonds. Der kauft euer Land und euer Haus für einen fairen Schleuderpreis ab. Da könnt ihr den Kredit tilgen. Und wo sollen wir dann... Ich war noch gar nicht dran. Mist. Hey, ich war erst einmal dran. Können wir denn dann wenigstens in unserem Haus weiter wohnen bleiben? Nein, das Haus ist ja nur unsaniert. Das müsst ihr vorher abreißen lassen. Aber keine Angst, dafür gibt's auch wieder Fördermittel. Und der ehemalige Schulfreund des Schwagers, der Schwester, der Königin, hat eine Abrissfirma. Jetzt bin ich dran. Wo sollen wir denn dann wohnen? Auch dafür hat die Regierung gesorgt. Der Trauzeuge der Schwester der Königin ist im Vorstand der königlichen grünen Öko-Mietheilwohnungsbaugenossenschaft.
Der vermietet euch eine Halbzimmerwohnung mit Toilette und Fenster zum günstigen Wucherpreis. Moment. Moment, das ist ja dann quasi Enteignung. Ja, und dabei haben wir uns immer strikt an alle Maßnahmen der Regierung gehalten. Und GEZ-Gebühren zahlen wir auch. Nicht? Ja, Meister, gibt's denn da überhaupt keine Ausnahme? Kann ich wahr sein? Nur wer 2G ist, kann seinen Besitzstand wahren. 2G? Geimpft? Geboostert? Nee, gekrönt und gefilzt. Dann sind wir gerettet. Der Onkel einer Cousine meines Neffen arbeitet im grünen Wirtschaftsministerium. Also sind wir 2G, grün gefilzt und es treffen Ausnahmeregeln zu. Ne, das was anderes. Da könnt ihr eure Gasheizung weiter betreiben und der Windpark muss in den Hexenwald-Nationalpark. Ich bringe gleich mal der Hexe die Auflagen für ihre Hexenhaussanierung. Guten Tschüss. Und bleibt mir bloß noch zu sagen, und wenn sie nicht gestorben seien, Dann retten Sie das Klima noch heute. Tschüss, macht's gut. Tschüssi. Herzlichen Dank an alle Redner heute Abend und an euch, die ja da gewesen seid. Und einen besonderen Dank natürlich für den witzigen, satirischen Abschluss. Kommt das nächste Mal wieder. Es gibt wieder eine Menge Redner. Bis zum nächsten Mal.